Ja, ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Mich juckt es, heute ein neues Video zu drehen. Ich habe aber diesmal keine Lust, irgendwie was anzuhaben. Halte das Ding heute mal in der Hand. Hoffe, das geht. Auch ich, ja, muss mich darauf einstellen. Das ist ein bisschen neu für mich. Und ich lade euch recht herzlich ein zu einem meiner bekannten Gartenrundgänge, die jedes Mal auf jeden Fall ein Abenteuer sind für sich. Ist jedes Mal anders. Auch wenn es die Natur schon mit sich bringt, ist es hier definitiv jedes Mal ein Fest für mich. Auf jeden Fall dieses Jahr da irgendwie Videos zu produzieren und ja, doch das eine oder andere Erlebnis hier im Garten zu haben und mit euch zu teilen. Also hinter mir, um mich herum ist ganz viel passiert und ihr könnt sehen, wie groß die Sonnenblumen geworden sind. Und bevor wir gleich in die Nähe gehen, überall mal so rein, ich werde gleich die Kamera schnappen und in der Hand mit euch rumlaufen und so ein bisschen Szenen wechseln. Ne? Ich werde kreativ, das fließt auch und kommt von alleine. Warum ich hier stehe zwischen zwei Sonnenblumen, ihr könnt vor eurer Nase sehen, da hängt die Hängematte und ich hatte mir einfach ausgemalt in meiner inneren Vorstellung, dass halt hier an dem Plätzchen mit der Hängematte noch so ein bisschen mehr Atmosphäre reinkommt mit Sonnenblumen. Und ein paar hatte ich gepflanzt, bisschen was wurde weggefordert, aber ja, die haben durchgehalten. Hier ist sehr kräftig, also man schau mal den Stamm an. Also echt richtig kräftig. Also übrigens, ich bin so knapp 2 Meter groß, so fürs Verhältnis, auch hier dieser Erbsenstrauch gleich noch. Ja, das ist schon Nummer. Bei uns war das durchweg stürmisch, aber soweit ich das mitgekriegt habe, ist ganz Deutschland davon nicht ausgeschlossen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Ja, da kommt der Wind. Ja, vor eurer Nase auch noch Kartoffeln und so möchte ich auch noch reingehen. Ich habe jetzt die zwei Sonnenblumen, da waren wir gerade beim Thema dort und vorne auf der Ecke wächst auch noch eine und irgendwo hat sich auch noch mal was ausgesamt, was sich irgendwo durchkämpft. Da kann durchaus noch mal was kommen. Ich weiß nicht, ob auch an dieser Stelle. Ja, und ich würde sagen, wir machen mal eine schöne Tour und stiefeln hier mal längs. Erstmal so für einen Überblick. Ich habe jetzt, na, da vorne fängt schon an. Hier überall Kartoffeln, verschiedenste Kartoffeln. Ich habe mich da in den Sorten ein bisschen abgewechselt. Und ich habe tatsächlich auch Buschbohnen drin. Da ist nur eine übrig. Die soll Stickstoff an den Boden liefern. Und mal gucken, wie sich das da auf der Ecke entwickelt. Das werde ich auf jeden Fall mit euch teilen, was da nachher so das Ergebnis ist. Genau, das ist hier so. Hier ist die kleine Sonnenblume. Ich weiß nicht, ob sie gerade mit drauf war. Und dann haben wir hier natürlich noch mehr. Ne? Also hier hängt alles voll Erbsen. Wir gehen noch gleich ins Detail. Ich mache das jetzt erstmal ein bisschen für die Übersicht. Ist ja schon ein Dschungel bei mir, ein Labyrinth. Oh, die ist wunderschön. Aber ich muss auch sagen, sie versperrt mir jetzt den Weg. Ich habe sie gewähren lassen, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Riesenteil wird, auch hier unten. Das steht richtig kräftig da. Also ich schleiche mich hier mal vorbei. Kommt auch gleich die Sonne raus beim Stativ umstellen. Das ist natürlich, hätte ich jetzt nichts gesagt, hätte es euch wahrscheinlich auffallen dürfen. Ja, hier unten ist irgendwie alles ein bisschen Chaos. Da waren irgendwie Tiere bei oder hier ist jemand durch den Garten gestiefelt. Ich kann das nicht genau sagen. Hinten gab es auch wieder ein Erlebnis. Keine Ahnung, wie das zustande kam. Ich war nicht dabei. Aber mal wieder lagen meine ganzen Sachen umgeschmissen auf dem Boden und ja, es gefühlt jetzt im 7. Jahr gegen Windmühlen. Das Pavillon da hinten ist irgendwie ein wenig verhext. Na, Fliege, möchtest du mitreisen? Ja, hier auf der Ecke gibt es super viel zu sehen. Da haben wir nämlich ja, Borage, Physalis, all die ganzen Geschichtchen. Auch hier die Zitronenverbene, die liebt den Platz. So aufgegangen ist sie bisher in keinem Jahr, sofern ich sie hatte im Garten. Und hier gibt es noch Tomatenpflänzchen und so. Ja, ich würde sagen, es wird Zeit für Details. Und ja, ihr kennt das schon. Bisschen verworren, überall schöne Wege. Und gerade hier vorne, da habe ich nämlich Tomaten hängen, die ersten, die rot sind. Ja, hier hängt das. Und ich würde sagen, bei der Tomatenpflanze fangen wir an. Die Tomaten sind sowieso zeigenswert. Hat sie mich erwischt. Jetzt habe ich gleich einen kleinen Notfall parallel. Mich hat, beziehungsweise ich eine Biene, ich bin froh, dass du lebst und noch alles dran ist, so wie es scheint, Flügelchen. Werde ich jetzt auch nicht filmen. Ich habe eine Biene erwischt.
gejuckt und die hat mich auch gestochen am Fuß. Ja, gehört dazu hier. Kann mal passieren. Ich weiß nicht, wo die war. Die war hier jetzt am letzten Ende irgendwo zwischen. Ich war zu forsch. Ich lasse die mal in Ruhe hier. Und wir gehen weiter. Ein bisschen auf die Reise. Ich muss aber aufpassen, wo die ist. Und vor allen Dingen merke ich gerade, jetzt habe ich gleich gar keine Hand mehr frei. Da muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht brauche ich mal was ich um den Hals hängen kann. Das wäre vielleicht eine Alternative. Oh, Sünde, ey. Ja, die hat ihren Stachel bei mir reingejagt gerade. Habe ich ihn rausgezogen. So, ich bin mal ganz vorsichtig. Findest du deinen Weg? Sünde. Ja. Gebt Obacht im Garten, das ist ein gutes Stichwort. Schaut hin, wo ihr hinlauft. Ich habe es gerade nicht getan, habe sie übersehen. War ja so in meinem Element, aber das zeigt mir dann auch wieder auf. Selbst ein bisschen auf die Achtsamkeit zu achten. Ne? Die Zeichen des Universums. Oh, hier ist hier der Stachel. Hat den Ratzfatz draußen, aber das brennt natürlich jetzt an der Seite vom Fuß. Vor allem an der Seite. Keine Ahnung. Habt ihr irgendwo mitgenommen? Aber die sieht soweit fit aus, die wird es schaffen, da bin ich mir sicher. Die ist nur gerade ganz doll am Zittern im Überlebenskampf. Das will ich jetzt nicht filmen und irgendwie ausnutzen. Das ist schlimm genug. Au, mein Fuß. Oh, jetzt kommt das durch. Egal, ich mache weiter, es wird auch wieder verschwinden. Und zur Not habe ich ja auch noch was im Garten, was dagegen hilft. Das kann ich euch gleich beim Rundgang noch zeigen. Hier vorne sind die Tomaten. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, näher ranzugehen. Ich weiß nicht, was ich hier habe. Da ist kein Stöckchen mehr drin. Beziehungsweise war keins und war auch so als rote Tomate angekündigt auf dem Wochenmarkt. Also die habe ich tatsächlich vom Wochenmarkt, weil ich wollte das dieses Jahr dem Zufall nicht überlassen, wann dann die ersten Tomaten kommen. Beziehungsweise ist jetzt trotzdem so. Zusammen mit dem Balkon, da durfte ich schon eine ernten, aber die war noch nicht ganz reif, die lasse ich durchziehen. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Also diese Tomate, ich kann sie nicht benennen, sollte halt für mich die erste erntbare Tomate im Garten sein. Und es sieht auch ganz gut aus von meinen Vorstellungen. Ich habe ein bisschen früher damit gehofft, ja logisch, wer nicht. Da übe ich mich in Geduld, irgendwas krabbelt bei mir hoch. Ne, kitzelt nur irgendwas. Naja, schon weitergezogen. Genau, die Tomaten habe ich auch sonst soweit alle richtig schön angebunden. Könnt ihr das sehen, einmal rumgewickelt. Geht dann da hoch, da rüber und dort wieder runter. Und vom Bauschutt im Garten, was ich hier so gefunden habe, habe ich da unten dann mein Gegengewicht. Also ihr könnt Sachen in eurem Garten oder wie auch immer, Hausgarten, Kleingarten, da könnt ihr was draus machen. Genau. So, und wir schauen jetzt hier weiter. Wir gehen jetzt wirklich ins Detail, damit wir auch alles mitkriegen. Hier sind die anderen Kartoffelpflanzen, die stehen echt riesig da. Und hier haben wir Borret, auch richtig gut besucht immer. Und so langsam kommen auch die Insekten, das vermisse ich noch, aber es wird frequentierter. Ja, oh, das Mikro, irgendwie ist das ein bisschen ungewohnt, das Mikro die ganze Zeit mit ranzuhalten. Ich vergesse den Abstand, also falls der Ton ein bisschen schwankt, liegt das daran, dass ich das noch üben darf. Das ist die Sonnenblume, guck mal, mega. Die hat einen Stamm, also wir sind hier im Weitwinkel, ne? Also es ist ein bisschen komprimierter dann im Bild, aber es hat schon eine Dicke. Hier fliegen dann die Bienchen rum. Hier steht noch eine Sonnenblume, also ein richtig schönes Eckchen und ich zeige euch mal, auf welchen Blickwinkel das für mich ankommt. dafür gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Wo ist die Biene? Na, die hat sich hier vom Acker gemacht. Ja, habe ich heute schon ein bisschen öfter bellen hören, daher werde ich nicht vermeiden können, dass da im Hintergrund Geräusche kommen. Ich bin hier nicht alleine, ist ein Schrebergartenverein, ein Schrebergarten, den ich hier betreibe. Hört sich ein bisschen besorgniserregend an. Ja, aber man weiß es am Ende nicht, was da wirklich los ist. Hier die Kartoffeln, ein paar gehen schon ein. Beziehungsweise wurden ja auch angefressen teils. Und unten ist Erde hingekommen und ich habe mir tatsächlich mal so einen Dünger besorgt. In Trockenform, hier das ganze Kleine. Habe ich hier überall mal reingestreut bei ein paar Sachen. Ich fand das, weil ich das zu Hause brauchte, habe ich das mit auf den Garten übertragen und habe das Glück hier, das Ganze. Ich habe eine Scherbe entdeckt, das gibt es hier gar nicht. Da ist eine Scherbe. Das ist mir die letzte Zeit öfter aufgefallen.
Aber das habe ich tatsächlich mal selber verursacht. Da haben wir eine Scherbe. Nicht schön. Gleich mal abtransportieren die Geschichte. Ja, mein Fuß wird ruhiger. Ja, schon fast vergessen. Mein Fuß wird ruhiger, habe ich schon fast vergessen. Nee, das ist mit dem Mikro, da darf ich noch üben. Bisschen verwirrend alles. Ja, also ein richtig schönes Beet. Vorne und hinten sehe ich, wie die Sachen wachsen und das für mich aufgeht. Auch hier auf der Ecke haben wir einen Boric, auch Besuch gerade. Und darunter wächst eine Sonnenblume. Und eine der Gurken hat es geschafft. Ich weiß aber nicht mehr, woher ich die habe. Und ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur Gurke. Ja, davon hatte ich, glaube ich, 4 Stück ausgepflanzt. Ja, hier habe ich einen Kohl drin. Das dürfte ein Superschmelz sein. Dahinter, die Erbsen sind so weit. Hier habe ich ein bisschen Werkzeug stehen. Ja, ein bisschen drumherum filmen. Hier steht noch eine Sonnenblume. Also ich finde das durchaus attraktiv, wenn Sonnenblumen klein aufgehen. Das hat alles so seinen Charme. Hier nochmal der Pracht des Boric. Das war eine Pflanze. Ich meine, das hat hier die Ecke eingenommen. Und ein wunderbares I-Tüpfelchen hier. Im Mix sind auch die Tiere zu Gang. So, die Physalis steht auch wunderprächtig da. Also ich meine, hier, da läuft es gerade synchron. Und im Sinne der natürlichen Fibonacci-Folge. Wenn man so auf Pflanzen oben mal reinguckt, darf man das oft ganz leicht erkennen. Aber das mache ich dann mal ein anderes Mal. So, hier die Zwiebeln. Guck mal, wie groß sie schon ist. Die ist riesig. Ja, wie gesagt, ich bin im Weitwinkel. Hier habe ich eine Zwiebelreihe. Sind nicht alle durchgekommen. Da wurde auch was weggeknabbert. Da sieht man noch so die Reste. Ja, hier steht noch eine Tomatenpflanze. Hier dann die Zitronenverbene, kann ich für den Garten nur empfehlen, wenn ihr Wasser habt, macht da ein paar Blätter rein, lasst es eine Zeit lang durchziehen, auch mit Minze. Das ist, freut sich. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass die Pflanze so groß wird. Ich wollte mir ja nochmal Ableger ziehen, vielleicht komme ich da dann nochmal zu. So, und dann hier haben wir nochmal was, auch eine Tomatenpflanze. Darunter haben wir noch ein Fenchel versteckt. Mal gucken, kriege ich das rauf für euch. Da ist er. Daneben habe ich noch einen Kohl, dürfte auch ein Superschmelz sein. Und somit habe ich den Kreislauf geschlossen und stiefe hier mal raus. Und dann gucken wir uns das weiter von außen an. Hier warten noch ein paar Pflänzchen. Die Sonnenblumen für zu Hause, für den Balkon. Hier haben wir noch zweimal Rotkohl, Weißkohl. Und hier haben wir die nächsten Zwiebeln. Richtig schön. Das wächst, gedeiht. Ist auf jeden Fall für mich mal wieder ein Zwiebeljahr. Und das, was ihr übrigens überall drin erkennen könnt, neben dem Mulchmaterial, diese ganzen schwarzen kleinen Flecken und Stellen, so wie hier, das ist Aktivkohle, habe ich überall verteilt. Am besten natürlich in die Erde rein, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Hier steckt Leben drin, da mache ich mir keine Sorgen, dass es aktiv bleibt. Überall auch so ein bisschen Vogelmiere zwischen, da unten. Richtig cool. Hier dann halt noch ein Kohl. Genau, aber ich weiß gerade nicht, ob ich den gerade schon erwähnt hatte. Ich meinte nicht, ich habe es einfach mal durchgezogen. Hier haben wir dann auch nochmal Vogelmiere. Oh, richtig schön. Was entdecke ich da? Ein Hirtentäschel. Da eine Herzform zu erkennen. Ja, so, und hier die Erbsen, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ne? Aber ich glaube, wir tingeln hier nochmal ein bisschen durch. Und frühstücken erstmal die Ecke hier nochmal ab. Aus dem Blickwinkel haben wir uns das gar nicht angeguckt. Hier habe ich auch noch ein Tomatenpflänzchen stehen. Oh, wächst da noch mehr Boric. Das ist echt der Hammer. Es sind so Pflänzchen hier und da. Wenn ihr mal was habt, was in den Beeten auftaucht, es gibt bestimmt ein Plätzchen, wo sie sich noch wohlfühlen. Auch wenn ihr es irgendwo gerade nicht haben wollt. Hier die andere Tomatenpflanze, das durftet ihr wahrscheinlich schon entdecken. Und jetzt gehen wir den Erbsenstrauch hoch. Der ist so riesig. Riesig, riesig. Also, was für ein Phänomen dieses Jahr und was hier auch überall dranhängt, ist echt richtig viel. Es dürfte dieses Jahr nicht zu kurz kommen, meine Erbsenleidenschaft, wenn sie mir erhalten bleiben. Wer die Vorgeschichte kennt, weiß gerade, wovon ich rede. Genau. Also, sie nehmen ein bisschen zu. Hier merke ich gerade, hier wird eine ein bisschen dicker. Ja, kriegt Volumen, alle anderen sind sehr dünn. Das ist die erste, die ich mal ein bisschen kräftiger entdecken darf. Also da darf ich mich noch ein bisschen in Geduld üben. Und somit hätten wir diese Seite auch so weit durch, ne? Also ich meine, ja, da bin ich so weit durch, das passt. Das
habe ich mir mal richtig Zeit gelassen, merke ich gerade an der Uhrzeit. Ja, was machen wir denn da? Also beim Wind kann ich nichts machen, das gehört dazu hier. Dafür haben wir hier zu oft stürmische Tage und ich habe versucht, da nochmal irgendwie zwischendurch zu kommen, aber das ist energetisch zu aufwendig und auch von den Nerven her nicht ganz so schön. So, ich tingle hier gerade an den Erbsen vorbei in die letzte Ecke hier. Von da kommen wir. Und hier möchte ich mal kurz einen Fortschritt zeigen. Das wartet hier noch so ein bisschen auf Liebe, ihr könnt das erkennen. Aber ich möchte auch die nicht so schönen Ecken zeigen, die dann später irgendwie anders aussehen werden. In meiner Vorstellung ist es ja schon gemalt und auf dem Weg. Und hier die Minze, die ich hier eingepflanzt habe, hier aus dem Beet rausgerupft, die macht sich wieder breit. So habe ich mir das gewünscht. Richtig cool. Ja, ich ein bisschen mehr aufpassen, dass da nicht irgendwelche Gräser wieder zwischen sind. Hier soll so ein Durchgang sein. Ja, und zwischen Minzen dann auch noch mal ein paar Sonnenblumen. Drei an der Zahl. Irgendwann habe ich da auch mal Saatgut reingeworfen. Irgendwie überall. Also wer weiß, was da alles noch wächst. So, genau. Hier wartet alles ein bisschen auf Liebe, aber ja, ich mag's. Dennoch wartet da, ich sag mal, eine Gartenpflicht auf mich. Hier super viel Aktivkohle. Das war hier mal da anders ausgefallen, so wie ich Lust und Laune hatte. Und das wird sich mit der Zeit verteilen und mit dem Boden verbinden. Perfekt für den Humusaufbau. Meine Empfehlung, falls ihr das noch nicht gehört habt von mir. Oft genug schon angesprochen. Auch Videos zugedreht. So, dann mal von oben betrachtet. Einmal für den Überblick. Also ich glaube, den Kohl könnt ihr erkennen, auch hier. Und ich vor ein bisschen am Naschen. Brauche ich ganz schnell Wasser. Hat noch nicht gereicht. Was ich interessant hatte, da ist, weht eine dicke Bohne rum. Da sind noch so Abzweiger Radieschen. Obwohl, nee, das ist ein roter Zuster hier auf der Ecke. Genau. Aber schauen wir uns das mal ein bisschen effektiver von der Seite an. Da haben wir, wie gesagt, hier vorne die dicke Bohne. Brokkoli ist das. Da wollte ich oben nochmal abschneiden, dass da neue Köpfe nachkommen können. Wenn sie nicht schon von alleine kommen. Ja, was das wird, weiß ich nicht. Welcher Kohlrabi? Könnte auch ein Blumenkohl sein. Ich habe hier alles irgendwie vertreten überall. Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Ich warte ab und lasse mich überraschen, was so durchkommt. Hier auch auf der Ecke. Dahinter noch zu sehen. Knoblauch steht super da. In Verbindung mit den Erdbeeren. Passt ja wunderbar zusammen. Erdbeeren hatte ich nicht ganz so viele dieses Jahr. Die haben sich will. Ja, halt die Tiere gemobst. Und hier auf der Ecke wieder was zum Blühen. Eine Nachtkerze. Dann Disteln kann ich empfehlen. Ja, es geht alles im Maßen und ja, die verbreiten sich nicht so, wie ihr euch das vorstellt. So schlimm ist es nicht. Das kann man im ganz normalen Kreislauf einfließen lassen. Nicht irgendwas größer machen, als es ist. Schaut euch das an. Hier, ein perfektes Liebesnest. Ist auf jeden Fall gut besucht. Die haben sich so verschiedene Pflanzen auch ausgesucht, die sie mögen. Einmal hier auf jeden Fall, die roten Käferchen. Hier ist nochmal so eine Blühecke, da kommt Verschiedenes durch. Ich glaube, ihr könnt hier schon viel erkennen. Und ja, Liebstöckel hier ein bisschen umgestürmt. Da darf ich irgendwann nochmal bei. Oh, ein Schmetterling. Sorry, habe ich dich gestört, wa? Ah, hat sich wieder hingesetzt. Ich glaube, das ist ein Admiral, ne? So, und die Erbsen, die ich hier ausgesät habe, sind tatsächlich schon gekommen. Schaut euch die Erbsenschlange an. So. Ja, da vorne die Wolle drin. Ich glaube, das dürftet ihr schon gesehen haben. Ansonsten seht ihr das jetzt. Eine Tomatenpflanze. Dahinter hat sich der Schmetterling ein schönes Plätzchen gesucht. Ist aktiv. Hier nochmal ein Blick rein von dieser Seite. Da gibt es auch noch Kapuzinerkresse, die da schlummert. Und noch ein anderes Brett, wo ich dann die Pflänzchen raushole. Da dann nochmal Petersilie. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen im Vorbeiflug, nachdem ich die Uhrzeit gesehen habe. Weil ich bin ja nicht so ganz auf den Kopf gefallen. Ich kann rechnen und wenn ich in dem Tempo weitergemacht hätte wie gerade, dann wäre das, glaube ich, ein 1,5-2-Stunden-Ding geworden. Aber ich will mich trotzdem nicht hetzen lassen. Wir machen weiter einigermaßen ruhig weiter. Freut mich auf jeden Fall, dass ich das gerade hinkriege. Ich hoffe, die Technik spielt soweit mit. Hier, das haben wir jetzt abgefrühstückt. Übrigens das, was da in Blüte war, was ihr da sehen konntet, was ihr da vielleicht ein Fragezeichen, falls ihr da vielleicht ein Fragezeichen gekriegt habt, dann das war das Radieschen, genau. Was für ein schöner Garten. Ja, das ist meine Seele, ne? Also ihr seht, es gibt noch einiges zu zeigen. Die Ecke haben wir nun fertig.
schön. Hier Blühstreifen, könnte man sagen. Dann die Stelle für die Bananenpflanze. Sie soll nicht sein. Hat Blätter gekriegt, aber ich habe mich nicht so richtig... Also Banane, Mensch, ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, logischerweise. Dennoch, ich werde es weiter probieren oder halt tatsächlich akzeptieren, dass es vielleicht hier im Garten nicht sein soll. Zu Hause funktionieren die wunderbar. Riesige Bananenpflanzen habe ich da stehen. Ja, und hier von meiner Nase auch wieder Nachtkerzen. Also die gibt es in verschiedenen Versionen. Halt hier mit den großen Blüten. Und ja, auch mit kleinen Blüten. Da kommen wir bestimmt wieder dran vorbei. Aber ich würde sagen, wir gehen hier mal weiter. So ist hier der Ausblick. Weide. Ich werde heute mal nur im vorderen Teil bleiben. Ja, da haben wir ein bisschen mehr Luft. Und die anderen Sachen, da kann ich immer ganz kurz die Tomaten zeigen oder so. Viel mehr gibt es da hinten auch gar nicht. Hier aber noch eine Menge. Hier vorne zwei Tomatenpflänzchen, auch angebunden. Unterstützt, stabilisiert. Und das hier, ich habe es gerade angesprochen an anderer Stelle bei der Distel. Ein Platz, eine Liebeswiese. Hier die roten Käferchen, die machen einfach immer gerne Liebe. Die haben Spaß. Und das, was ihr hier seht in Weiß, guckt euch das an. Das waren ungefähr 5 Möhrchen. Mehr war das nicht. Sei denn, da sind noch welche unten drin durchgekommen. Ja, irgendwann habe ich sie gezeigt dieses Jahr, wie viele das waren. So viele waren das nicht. Und guckt euch an, was da an Potenzial drin steckt, wenn man im Folgejahr, letztes Jahr habe ich sie ausgesät, sie stehen lässt und die Blüten sich bilden dürfen. Ich meine, das ist auf jeden Fall ein Insektenmagnet. Es duftet wunderbar. Sollte man mal probiert haben. Hatte tatsächlich mal hier und da mal eine Blüte zwischen, so in den vergangenen Jahren, ohne zu wissen, was ich da hatte. Ja, hier steht auch noch Tomate, daneben ein Fenchel. Dann habe ich noch Zwiebeln, das sind weiße Zwiebeln. Wenn man hier guckt, da stecken schon ganz schöne Brocken im Boden. Ich bin schon sehr, sehr zufrieden. Hier ist ein Kohl und ein super Beispiel, was die Schnecken angeht. Ich teile hier gerne. Vielleicht führen sie mich auch in den nächsten Videos vor und hören das gerade. Nee, da liegst du falsch. Wir haben uns die aufgehoben. Worauf ich hinaus möchte, da steht ein Kohl. Direkt daneben noch einer. Den haben die Schnecken weggenascht und den haben sie stehen lassen. Da hat mein Gehirn schon kombiniert die Sätze und was übersprungen. Hier noch eine Tomatenpflanze. Genau, Mangold. Das ist echt krass. Ja, zeigt irgendwie was an. Schönes Muster. So ein sehr spezielles Muster. Krass. Na gut. Da Mangold sieht aber gut aus. Und dann gehen wir mal weiter rum. Ich versuche mal die Sonne, die Richtung hier so gut zu timen. Und ich würde sagen, da gehen wir hier mal durch. Da haben wir hier nämlich schon eine ganz stabile Tomatenpflanze, wo auch schon was drin hängt da unten. Ja. Spannender Wuchs. Ja, echt, echt spannend. Guckt euch das an. Ja, die war tatsächlich mal umgeknickt. Ich weiß nicht, ob die durchkommt. Die hat ein paar braune Stellen gekriegt. Ja, und hier, ihr könnt auch die Einstiche sehen. Ich habe ein bisschen den Boden gelockert, dass die noch mal ein bisschen mehr Luft kriegen. Ich hoffe, das geht auf. Kann auch sein, dass es daneben geht und das eher so drumherum mal eine bessere Variante wäre. Auf jeden Fall Zwiebeln überall toll. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Dahinter sind noch Erdbeeren versteckt, wobei die Erdbeeren an sich, die man futtern kann, die entdecke ich irgendwie nicht mehr. Ja, und dann halt nochmal dieses Fest an Möhrchen, die blühen. Hammer! Es geht bis hier vorne und hier ist auch überall was los. Ich meine, da laufen Ameisen rum, da sind Fliegen, da sind Käfer. Bienen sehe ich jetzt nicht direkt. Nein, aber die lieben das alle, auch hier so ganz spezielle. Da unten ist noch eine Wespe dazugekommen. Ja. Da haben wir doch verschiedene Fliegenarten. Das ist richtig was los. Okay, schauen wir weiter. Hier die Zwiebelreihe. Also bei dem Wind oder bei dem Wind ist hier immer wieder was umgeknickt und so. Ich lasse das liegen, das passt schon. Egal wie groß die werden. Also ich bin jetzt schon voll zufrieden. Ja, hier das Schneckenparadies Zucchino. Zucchini. Das muss ich mir an der Nase jucken. Also ordentlich weggefuttert.
Das Gegenstück dazu habe ich gerade übersprungen. Das ist hier, wird aber auch schon angeknabbert. Dennoch, guckt euch das an, die nehmen immer wieder die gleichen Blätter und lassen das andere in Ruhe. Das ist wohl das, was für mich reichen soll. Ich sehe allerdings bis dato noch keine Zucchini da drin. Kann ja noch kommen. Dieses Beet ist auch echt eine Pracht geworden. Ich habe ja dieses Jahr Veränderungen dran vorgenommen. Und alles mal ein bisschen stabilisiert, Beikraut weg. Und diesmal ist das auch richtig schön geworden. Und stabil. Guckt euch das an, das steht noch alles. Und ich habe meine Wege mir gemacht, oder beziehungsweise da Platten rein, dass ich da durchstiefeln kann. Ja, aber das habt ihr alle schon mal gesehen, das ist dann wieder wann anders dran. Und ja, die schöne Sonnenblume hier möchte ich noch erwähnen. Echt herrlich. Na, wir haben noch was vergessen. Darf ich noch mal weiter? Die Kronlichtnelke, das Abteil fehlt noch. Jetzt stehe ich gerade ein bisschen in der Sonne. Hier, wunderschön. Prächtig. Und da kommt vielleicht auch noch was. Und da habe ich dann noch mal eine Physale stehen. Das ist die Andenbeere übrigens, die ich hier im Garten habe. So, und dann könnt ihr auch erkennen, ich habe hier überall so ein bisschen rumgetüdelt. Ach, da steht noch das Stativ. Jetzt ist es mit drauf, zu spät. Ja, Gießkannen-Area hier die Ecke, da war halt überall alles ein bisschen dicht gewachsen und da gab es Hügel, das habe ich alles eben gemacht. Bin ich jetzt ein bisschen besser vorbereitet. Wow, das Beet wird noch eine Freude, mit euch da durchzugehen, aber es ist noch nicht dran. Wir gehen mal weiter. Hier geht's lang. Und da schauen wir uns mal um hier. Gleich mal das Abteil. Wie sieht's hier aus? Ich kann sehen, die Stangenbohnen, die kämpfen sich durch. Da unten sind sie am Holz dran. Die Königskerze wird immer größer. Ja. Die Ecke hier mit den Nachtkerzen. Und das sind dann halt auch die kleineren, die ich ansprach. Ja, die machen sich richtig breit hier und die haben dieses Jahr irgendwie, die sind so verschieden, die einen wachsen gerade hoch. Ich schätze mal, dass hier was Mehrjähriges und da geht das wie so ein Kronleuchter in alle Richtungen. Richtig cool. Und hier unten Kapuzinerkresse, wenn ich schon erwähnt. Borretsch habe ich hier noch stehen. Ja, und die Himbeeren hier und da, hängen sie da mal dran, aber so diese großen Himbeeren habe ich noch nicht entdeckt. Das sind immer so kleine Naschgeschichtchen und ja, in einem anderen Video von jemand anders habe ich gesehen, dass es da so auch Wanzen gibt. Dann werden da diese kleinen Zellen, die normal rot sind, weiß. Hier dann nochmal die Erbsen. Hammer, guckt euch das an. Erbsen satt dieses Jahr. Ich habe schon genug gegessen. Selbst wenn das nichts werden würde, hätte ich jetzt auf jeden Fall schon richtig gut von. Das ist schön. Eine richtig schöne, man könnte fast sagen, Permakulturecke. Wobei ich das für mich auf der Ebene noch habe, dass ich hier jetzt nicht extra anbauen würde, sondern Permakultur ist für mich auch der Teil, dass Pflanzen ja für sich so ein Naturstück haben, wo sie harmonieren, zusammenpassen und ich kombiniere das Ganze halt, ist es trotzdem Permakultur, ja, hier mit Anbau, der damit harmonisiert. Und guckt euch diese Blüten an, da können wir nochmal ran. Hammer, so schön leuchtend. Hier habe ich diesmal ausgelegt vom Sensen und so, Gras zum Unterdrücken. Fehlt nur noch hier vorne die Kante, die ist auch ein bisschen höher. Da bin ich so bei, auch so die Wege nach und nach zu begradigen. Da kommen wir jetzt auch an eine andere Stelle dran, die ich euch zeigen kann. So, hier geht's weiter. Dann haben wir hier noch, oh mein Mann, knurrt, Körper entgiftet. Ja, hier ist noch ein Eingang, hier möchte ich das genauso machen mit dem Stroh, auch die Steine noch rausholen. Aber man kann sehen, ich habe jetzt so langsam so ein bisschen die Wegumrandung mit Holz und auch noch was vor. Ja, und hier kommt die ganze Pracht direkt vor der Nase. Hammer, oder? Guckt euch das an. Das ist alles voll Blüten. Das Potenzial, dass alles eine Tomate werden könnte. Ja, die Züge sind aktiver geworden. Das darf ich im Sommer jetzt wieder feststellen, dass mehr unterwegs. Ja, und überall irgendwie Kapuzinerkresse zwischen. Weitere Tomatenpflanzen, insgesamt sind hier 9 drin, noch nicht alle angebunden, das kommt dann mit der Zeit. Und dann wie gesagt, überall Kapuzinerkresse, von oben sieht man es ein bisschen besser. Apropos oben, das sieht mittlerweile übel aus, denn mir hat das Dach jetzt komplett zerrissen. Es hängt und ach ja, ich lebe damit, aber so bald muss ich was tun, damit der Kram natürlich nicht auf die Pflanzen fällt. Gehen wir hier nochmal rein und gucken, was hier vielleicht noch so zwischen ist. Ach, die rote Gartenmelde ist noch erwähnenswert. Genau.
Die anderen Pflanzen sehen derweil so aus. Aber die Himbeere, die kommt mir ein bisschen zu sehr rüber. Das sind halt so die Aufgaben, die sich im Gartenjahr zeigen. Also ich lasse mich da treiben, habe immer die Sachen, an denen ich Spaß habe und somit kann ich das umsetzen, im Herzen hier zu agieren und dann vergisst man die Zeit und dann geht das ratzfatz alles. Ja, das habe ich jetzt im Hinterköpfchen, habe ich auch schon mal im Hinterköpfchen gehabt, aber jetzt habe ich ein Bild, wie weit das jetzt mittlerweile ist. Und dann kann ich da auch irgendwann was umsetzen. Ja, ich meine, man kann sich das alles kultivieren, dass es passt. Ja. Hier dann. Achso, übrigens, das möchte ich dazu sagen. Ich würde gar nicht mal zurückschneiden. Ich würde das ein bisschen zurückdrücken und irgendwie mit Stöckern oder so machen, dass da eine Begrenzung ist und die Tomaten hier genug Freiraum haben. Die brauchen nämlich noch Platz. Da kommt was. Hier drüben kommt auch was. Die Wicke rüber ins Beet. Und hier sind da auch wieder Borage vertreten. Ja, Vielfalt hätte dieses Jahr ein bisschen mehr sein können, tatsächlich. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, habe ohne Ende Saatgut da drin und da ist super viel nicht gekommen. Ich verstehe es nicht. Vielleicht auch erst nächstes Jahr. Hier haben wir nochmal Lupin. Hier das Bäumchen. Das überragt jetzt mittlerweile das Dach. Bin immer noch gespannt, was das ist. Ich hoffe, dass mir das jemand schreibt und mich da mal befreien kann von diesem dicken Fragezeichen. Hab da auch schon mal was lesen dürfen, aber ja, wird sich zeigen halt. Dann haben wir hier eine wilde Karde. Die dürft ihr aus den letzten Jahren kennen. Ja, immer mal dazwischen. Das verrate ich noch nicht, weil das geht so in die violette Richtung. Mehr gespoilert gibt es jetzt nicht. Ja, Wicke, Wicke, Wicke. Verschiedenste Pflanzen. Obwohl, Moment. Ist das wirklich eine Wicke? Ja, das ist eine Wicke, oder? Sind das nochmal andere Pflanzen? Das ist was anderes? Oder? Nee, eine Wicke, jetzt bin ich mir sicher. Ja, so tänzelt das mal in meinem Kopf. Das lasse ich mal drin. Der Mohn ist zum Beispiel sehr rar dieses Jahr. Ich weiß nicht, was los ist. Ist irgendwie verschwunden. Den habe ich wohl weggejätet. Oder halt eben mal die Pflänzchen vertrocknet. Kann ja durchaus sein. Genau. Hier, jetzt kommen wir zum Highlight, würde ich sagen. Ein richtiges Highlight. Das war schon ein Beet, was die letzten Jahre nicht ganz so viel Humusaufbau bekommen hat. Also wirklich vernachlässigt, ist trotzdem gewachsen. Alles mögliche, vor allen Dingen so Sonnenblumen. Das ist so das Beet für die Sonnenblumen, wo es mehr sein darf. Auch wenn sie im Garten verteilt sind. Ja, sie wollten da überall hin. Die Natur zeigt mir mal, wo die Pflänzchen hingehören. Und in der Harmonie bin ich da unterwegs. Ja, ist das schön hier. Also die Ecke, da möchte ich auch wieder im Detail ran und euch alles zeigen. Es ist hauptsächlich die Combo. Ich wiederhole mich, aber ich weiß auch, dass ich mal neue Zuseher da draußen habe. Die Combo aus Kürbis, Mais und Stangenbohnen. Stangenbohnen als Stickstofflieferant und vor allen Dingen können sie an den Pflanzen hochwachsen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich das noch ein bisschen weiter kombiniert. Da wir jetzt noch ein bisschen weiter wegstehen, bevor ich ins Detail gehe, hier habe ich den Mais, dazwischen habe ich die Bohnen, da kommen wir gleich ins Detail, kann ich euch zeigen, da sind die ersten unterwegs. Und dann kommen auch schon die Sonnenblumen, das heißt Mais, Sonnenblumen, Holz zum Hochranken der Stangenbohnen. Da werde ich ordentlich Essen teilen können, denke ich mal. Und dann mal gucken, ob ich zum Einmachen komme. Also Stück für Stück. Ich wachse ja rein, bis heute auch die Sachen zu verwerten und ja, alte Gewohnheiten zu durchbrechen. Mein Handicap ist meine Essstörung, da ist immer wieder was zwischen und verschiedenste andere Dinge, die ich da so habe an Handicaps im Leben, das fällt anderen leichter. Ich habe da echt Schwierigkeiten und brauche meine Zeit. So ein bisschen gewöhne ich mich hier ans Mikro, ist hier schon fest verankert. Ja, wollt ihr die Details sehen? Hier sind nämlich noch weitaus mehr Pflanzen im Beet. Und da würde ich sagen, laufen wir mal rundum, fangen wir an der Spitze an. Wo ihr gerade drauf geguckt habt, einmal so ein schöner Überblick. Da gibt es schon Fortschritte. Hier vorne auch diese Nachtkerze, die darf ich nicht vergessen. Ich weiß nicht, was hier wächst. Die habe ich auch ein bisschen stabilisiert mit dem Stock, der da rausguckt. Ja, und hier wird das Ganze schon größer. Schöne große Sonnenblumen. Und der Mais geht mittlerweile auch ab. Überall, wie gesagt, auch so ein bisschen gedüngt. Aktivkohle, das habe ich im ganzen Garten gemacht, wo es Sinn machte, aus meiner Sicht. Ob so von der Menge hinhaut, wird sich zeigen. Ich gehe einfach mit einem guten Gefühl ran. So, bevor es nochmal in die tiefen Nahaufnahmen geht,
wo ich fast war. Also die Sonnenblumen sind auch so weit, da kommt bald was. Bin gespannt auf die Farben, die mich da erwarten. Das ist ja alles Mögliche vertreten. Hier habe ich die Tomatenpflanze, genau. Und was habe ich hier zu zeigen? Auf jeden Fall gehen wir mal wieder ein Stück zurück, auch wenn es schon ein bisschen zu sehen war. Da haben wir einen Hokkaido-Kürbis. Und da unten seht ihr am Holz auch schon verschiedenste, also jetzt hinter Mais, müsst ihr mal durchgucken, verschiedenste Pflanzen, Stangenbohnen. Da habe ich mich auch ausgetobt, also verschiedene Sorten, mit den Farben gespielt. Und danach vergesse ich auch, was ich gemacht habe und lasse mich dann wieder überraschen. Ja, kriege ich mehr Headspace, was soll ich mir da die Rübe voll knallen? Ich habe das ja im Gefühl und im Überblick. Ja, nochmal die Bohnen von oben. So, die Blätter sind ja durchaus interessant. Da unten die kleinen sind da am Holz dran. Und die wachsen hier überall schon so ein bisschen. Andere lassen auf sich warten. Ja. So, Hokkaido. Dann erwähnenswert auf jeden Fall der Neuseeländer Spinat. Hatte ich hier in der Schrebergartenkolonie von jemandem geschenkt bekommen. Falls du zusiehst, vielen lieben Dank nochmal. Aber im Direkten knobeln wir das nochmal aus, dass du dir das mal anschaust, was du mir hinterlassen hast. Ja, wenn die Pflanzen irgendwie weitergehen, ist doch irgendwie schön, die auch mal zu besuchen, oder? Mir geht das so, wenn ich woanders bin, bei hier, weiß ich nicht, Maisanbau gab es, andere Pflanzen, da wo ich geteilt habe, wenn man dann so ein bisschen Rückmeldung kriegt, so die Freude nochmal teilt, kommt ja nochmal was Dickes zurück. Ja. Aber letztendlich nur auf Einladungsbasis. Ich kann ja niemanden zu seinem Glück zwingen. So, da ist der Neuseeländer Spinat, von dem ich geredet habe. Das war ein Geschenk, davon habe ich drei. Einmal hier drüben, ist da unten ist noch so ein kleiner. Und neben Neuseeländer Spinat gibt es dann hier auch den roten Spitzkohl. Der ist so weit, riesige Pflanzen. Hammer, passt hier super zwischen. Ja. Schauen wir von hier oben mal rein. Da unten ist ein Tomatenpflänzchen, was sich da versteckt irgendwo. Wo ist es denn? Kriegen wir es auf die Kamera? Ja, einmal in der Mitte. Ah, unten. Dann möchte ich aber nochmal weiter rumgehen in diese Richtung, auch wenn ich da schon war. Genießt das Bild. Ich versuche jetzt einfach mal meinen Schatten nicht raufzukriegen. Aber dafür ein paar schöne Aufnahmen zu haben. Mensch, was ein Zugverkehr heute. Das ist schon der dritte, glaube ich, jetzt, ne? Eine Aufnahme. Naja, soll heute so sein. Hier wächst noch eine Sonnenblume vor sich hin. Es gibt kleinere Exemplare. Ach, da unten haben wir noch eine Paprika. Genau. Dann noch eine Tomatenpflanze. Und dahinter versteckt sich gleich noch eine. Also vier Tomatenpflänzchen. Okay, gut. Ein bisschen Schatten ließ sich nicht verhindern. Jetzt haben wir eigentlich schon einen ganz guten Überblick gekriegt. Ich drehe mich mal im Kreis gegen den Uhrzeigersinn. Da haben wir schon fast alles. Ich würde sagen, da wartet vorne noch die Ecke, vor allem der Gartenzaun, Lemon Queen, das Sonnenplätzchen und hier vorne die Blühwiese. Hammer. Richtig schön, dieser ganze Mix. Und da fangen wir mal an. Da saß ich, glaube ich, letztes Mal vor. Hier dieses Blühstück ist so gut besucht. Es wird frequentierter, es wird mehr. Das Gefühl von Sommer kommt auf. Ja, ein kleiner Insider für jene, die das jetzt mitgehen. So, und alle möglichen Pflanzen sind hier drin. Es sieht so schön aus. Auch danke für die Kommentare. Ich kann da mal weitergeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier vorne ist es eine andere Farbe. Direkt vor der Nase jetzt dieses Gelb, Violette, vielleicht Pinke. Das dürfte Lein sein, wenn ich das jetzt richtig zuordnen verstanden habe. Ist auch in anderen Farben hier noch vertreten drin. Jetzt stolper ich gerade über keine. Die anderen sind da so ein bisschen tiefer. Da kann ich ja durchaus noch mal näher rangehen. Es dürfte sich hier auch wieder um Leinen handeln. Und hier unten drin, wenn ihr mal guckt, die gleichen Muster. Das haut schon hin. Oh, wie schön. Bei der frage ich mich noch, was es ist. Vielleicht kann mir jemand helfen. Blütenreich. Ein schöner Blick hier. Es wächst. Hier so ein bisschen das Panorama zu. Ich sag mal, das ist der Blick hier nach hinten. Da hinten ist die Hängematte. Da sind wir überall schon rumgelaufen.
Genau. Was hat sich noch getan? Also ich habe ja so ein bisschen die Wege gemacht. Jetzt lässt sich der Schatten nicht verhindern. Hier vorne, genau, das will ich noch erwähnen. Hier sollen wir sowieso noch mal hin. Hier habe ich ein bisschen platter gemacht. Das war alles gewellt. Und ja, hier die Ecke noch mal zeigenswert. Also ich habe vor langer Zeit, das ist schon ein paar Wochen her, hier Kapuzinerkresse hingeworfen. Und da kommen echt Blüten raus. Also ich meine, die Wurzeln sind nicht im Boden. Die ernährt sich irgendwie so durch. Da kommt auch mal was zum Mulchen wieder drauf. Aber funktioniert wunderbar. Und dahinter versteckt sich, in Anführungsstrichen, die Lemon Queen. Die hat ihren Platz gekriegt. Ich bin super glücklich. Die hat jetzt richtig Platz. Vorher hängen sie hier auf dem Weg. Hat den Weg versperrt. Hier die alten Triebe. Da sind noch ein paar gekommen. Zeigen das an. Wow, der Wind. Will ich euch natürlich vom Nahen nicht vorenthalten. Der Blick von hier unten. Genau. Und hier könnt ihr auch den Weg sehen. Der ist ein bisschen ebener. Komme ich jetzt mit dem Rasenmäher besser durch und erwische auch die Stellen, wo vorher Löcher waren. So, gehen wir mal zum Sonnenplätzchen. Was meint ihr? Wenn ich gerade schon auf dem Weg bin. Da gibt es ja auch was zu zeigen. Genau, dadurch kam ich da drauf. Das hier ist neu. Könnt ihr sehen. Auch den Sinn. Logisch, die Pflanzen ein bisschen zurückhalten, damit ich hier auch rumlaufen kann und die Pflanzen können sich dran anlehnen. Bei Wind knallt es hier doch um die Ohren. Hier fehlt mir noch ein Totholzstück, das kommt irgendwann zu mir. Hier geht's rein. Ja, jetzt wurde ich unterbrochen, jetzt muss ich nochmal zurücklaufen. Zaungast, Schmetterlinge haben mich abgelenkt. Schade, ich hätte es so gerne aufgenommen, aber da waren halt Leute, vielleicht dürfen wir das nochmal entdecken. Vier, die miteinander einen harmonischen Tanz hatten. Unbeschreiblich, unbeschreiblich, richtig schön. Und ihr könnt es noch im Hintergrund hören, die Düsenjäger, die sind hier genau über meinen Garten rüber geflogen. Es wird so laut, deswegen kleine Unterbrechung, jetzt geht's weiter. Und dann schauen wir doch mal auf das Ergebnis dessen, was sich hier so entwickelt hat. Wir haben jetzt auch einen Namen zu der Pflanze, die wir letztes Mal nicht wussten. Hallo! Und zwar das hier ist vom lieben Hortusgarten. Gibt es auch mal fleißige Kommentare bei mir. Das müsste die Färberkamille sein. Das ist ihr Saatgut, hat sie mir zugeschickt. Nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle. Hat sich hier überall verteilt. Hat sich behauptet, harmonisiert hier. Das ist halt mein Sonnenplätzchen. Das passt ganz gut. Jetzt hänge ich mit dem Kabel fest. Okay. Mein Sonnenplätzchen. Mega gut. Und die gelbe Farbe kommt langsam raus. Hier haben wir auf jeden Fall die Goldrute. Die ersten Insekten trudeln ein. Hier ist ein kleines Loch, das macht aber auch nichts. Ein bisschen habe ich ja was weggemacht, aber hier guckt euch die gelbe Farbe an. Wenn der Wind hier durchpeitscht. Oh, wie schön. Ich genieße das, war euch vielleicht nicht ganz so schön. Ich weiß jetzt nicht, was das Mikro sagt. Hier knallt es gerade durch. Ah, schön. Ja, ein schönes Plätzchen. Und hier vorne haben wir auch noch Wicke. Ja, da gibt es auch noch einiges zu zeigen, aber ich würde mal sagen, ich hopp's genau da vorne mal hinter den Gartenzaun. Von dieser Seite lässt sich das auch noch mal zeigen. Also der Blick auf mein Sonnenplätzchen. Kommt ihr ja mal ab und zu am Zaun vorbei, dann guckt auch, ob ich da sitze, wenn mich hier jemand sucht. Ja, und die Wicke wird besucht. Hier von der Biene. Ja. Und hier haben wir dann auch nochmal Goldruder, das wird nach und nach durchkommen. Die Lupinen sind durch, finde ich aber wunderschön. Also habe ich noch kein Bedürfnis, die jetzt wegzumachen. Die knuspern mit der Zeit durch. Ja, hier haben wir sogar noch ein paar Triebe. Der Rest ist hier auch vorbei. Genau, so, Gartentür steht noch offen. Übrigens mal vor weiter weg. Wunderschön. Also ich muss es ja selber mögen. Ist meine Seele. Hier läuft alles mit dem Herz. Ach, gute Erinnerung. Ich habe hier nochmal ein bisschen korrigiert. Das Teil nochmal ein bisschen in die Mitte gesetzt. Das Runde. Und es ist was Neues hingekommen. Ja, da war ich ein bisschen hektisch. Kam so über mich. Hier wächst alles. Hier kommt übrigens auch die Wicke. Ja, die wird sich hier so ein bisschen hochranken. Und hoffentlich auch noch schön blühen. Aber richtig zeigenswert und wirklich hammerschön. Wirklich. Also das darf hier alles rumwachsen. Bin gespannt, wie es hier weitergeht. Da gibt es auch noch mehr Wicke an der Ecke. Da kann ich noch ein bisschen was machen. Ja, ich würde sagen, das war eine runde Sache. Ich schaue noch mal von hier,
ob ich was vergessen habe. Also hier in dem Beet, aber noch nicht zeigenswert. Das mache ich nochmal an einem anderen Gartenrundgang. Das fiel mir gerade parallel noch ein. Dahinter ist noch das Pflänzchen von meiner Mutter. Ich halte es in Ehren. Der Bärenklau. Und hatte vorher immer eine Stelle da, wo jetzt die Blühwiese ist. Und der, ja, wurde es nicht wirklich groß. Und es ist so schade. Ich bin immer ganz traurig, wenn mir jemand ein Pflänzchen geschenkt hat. Und da gab es tatsächlich zwei Exemplare, die sollten hier nicht sein. Die sind nicht durchgekommen. Ich habe es nicht geschafft, dass sie überlebten, obwohl die ein paar Jahre mir die Chance gegeben haben, das zu tun. Ja, da fällt mir doch noch was ein. Genau, zeigenswert hier auf jeden Fall. Auch noch die Nachtkerzen, da sind, ich glaube, dieses Jahr fast, das, vielleicht gab es noch mal welche, die sich eingeschlichen haben, aber hier auf jeden Fall jetzt mehr auf der Ecke. Da die Weidenhöhle. Hier das Plätzchen hat mehr Liebe gekriegt, wobei die Bank, wenn nicht schon gezeigt, die ist durch. Die wird dann irgendwann demontiert. Und dann werde ich mir hier was Neues hinzimmern. Aber das Plätzchen kriegt jetzt hier so ein bisschen Raum, vor allen Dingen schön Schatten, wenn es dann warm ist. Wahrscheinlich werde ich da dann noch weitergehen. So, schauen wir mal, was haben wir denn? Äpfel, 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 alles voll Äpfel. Allerdings liegen auch einige auf dem Boden mit der Zeit. Ich glaube, letztes Mal habe ich darüber gesprochen, dass irgendwie keine auf dem Boden liegen. Und die das mit dem Wind gut überstanden haben. Ich durfte auf jeden Fall sehen, diese Wassertriebe, die Senkrechttriebe haben, die ist ja super viele Blüten gehabt. Und wir hatten ja irgendwann mal Frost, ein paar sind nicht durchgekommen, aber immer noch genug. Man schaue hier, was hier hängt. Da, Senkrechttriebe ohne Ende. Warum sollen wir die denn wegschneiden? Verstehe ich nicht. Hammer, alles voll. Genau. Oh, es gibt doch was zu zeigen. Es gibt was zu zeigen. Schaut mal hier. Noch eine Ecke, das ist ja neu. Ist diesmal ganz ungewohnt. Habe ich total vergessen. Ja, übrigens, das Beet hinter mir hat keine Liebe mehr gekriegt. Das wird eher eine Überraschung, was da irgendwie noch sein könnte. Damit ist es abgehakt. Aber hier, die Ecke. Ein bisschen mehr Blume. Hier ist auch die Lemon Queen reingekommen. Schaut euch das an. Und Ringelblume geht durch. Ich weiß nicht, was hier Großes wächst, was das hier wird. Könnte das eine Königskerze werden fürs nächste Jahr? Dann haben wir hier noch Beinwell. Auch etwas größer. Ein bisschen Schmuck ist hier. Da darf ich aber noch ein bisschen beigehen, das ein bisschen frei machen, weil hier wollte ich dieses Jahr tatsächlich mich um Beete kümmern. Und ihr könnt das hier auch ganz wunderbar sehen. Hier habe ich mich auch um mehr gekümmert. Ich habe einen Weg gemacht. Das ist nicht nur freigesenzt, ich habe da Laub hin. Ja, es unterdrückt ja ganz gern Beikraut, wenn man das möchte. Ja, macht man da ordentlich viel drauf. Das habe ich gemacht, das ist auch verkompostiert, am Verkompostieren gewesen teilweise. Genau, und ich habe hier alles freigesenzt, war alles voll Brombeeren und ja, es liegt jetzt hier im Haufen. Genau. Und auch ganz wunderschön, hier steht auch nochmal ein Weißdorn. Sehr eindrucksvoll, finde ich. Harmonisiert hier auch. Also wenn ich das mit den Brombeeren im Griff habe, das mehr kultivieren kann. Hier sind so viele Brombeerpflanzen. Also da... dieses Jahr ist schon besser. Viel, viel besser. Sag nicht, das sind weiße Johannisbeeren. Sind die echt weiß? Oder durchs nicht genug Sonnenlicht kriegen? Das sind weiße Johannisbeeren. Ich habe weiße Johannisbeeren entdeckt. Hier, direkt dahinter. Ich hatte die schon entdeckt beim Sensen. Also hier war halt viel Ackerwinde und so, ne? Das habe ich hier rausgerupft, man sieht hier auch noch ganz viel. Aber das sind wohl weiße Johannisbeeren. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwie rot werden. Ja, dann gehen wir mal rum. Einmal von der Seite noch. Der Bereich hier wird auch nach und nach Veränderungen erfahren. Denn dieses Pavillon, was ich euch jetzt nicht im Detail zeige. Das ist so der Bereich, wo was umgeschmissen wurde. Aber ein bisschen was kann ich euch zeigen. Das soll weg. Ich wollte das erhalten, so gerne. Das hat immer so einen Charme. Aber es wird an der Zeit, denn der Käse ist löchrig. Das wird hier nichts mehr. Ja, es wird höchste Zeit. Und das Einzige, was ich hier mitnehmen werde, ist das.
Demut tut nicht weh. Erinnert ihr euch? Eine meiner ersten Folgen hatte damit zu tun. Das verrate ich jetzt nicht. Ich werde euch die Folge mal einfach verlinken. Das war eine längere Tour hier durch einen Schrebergartenverein. Da gab es offene Parzellen. Ich wurde gefragt, ob ich da ein Video machen würde und da irgendwie mal... Ja, und das habe ich gemacht und... Ja, das ist das Video. Viel Spaß. Denn einmal noch von der Seite kann ich das zeigen. Da das Pavillon, Löcherkäse. Ja, und hier sieht es derweil so aus. Der Bereich wurde noch nicht so genutzt, aber ich habe jetzt angefangen, mich hier zurückzukämpfen in dem Bereich und mehr Liebe walten zu lassen und auch wieder zu kehren, frei zu machen. Also wer zuletzt aufgepasst hat, ich bin wieder ausgefallen. Es gab wieder konkrete Ereignisse, es hat mich zerrissen. Menschen, die mich auch nicht in Ruhe lassen können. Und ja, dann kam es zu dem Ausfall und dann nach hier hinten verhungere ich dann immer, ja. Vorne gerade so weit und dann wird mir zwischengefunkt und dann komme ich raus, sagt das Leben, du machst mal eine Pause, jetzt was anderes dran. Hier Akelei nochmal von dieser Seite, genau, Akelei war dieses Jahr schön am Wachsen, ich habe das gar nicht aufgenommen, mal was nicht ins Video gekriegt. Naja, so ist das. Hier habe ich letztendlich noch ein bisschen was vor. Ja, aber nicht so schlimm. Ich bin gut im Stoff dieses Jahr. Ich habe auch einen guten Flow, wie ihr sehen könnt. Wobei ich das aber auch gleichzeitig zur Traumaverarbeitung genutzt habe und das letztendlich auch das Ergebnis dessen ist. Hier nochmal ein schöner Blick. Hammer. Richtig schön. Ja, der Apfelbaum nochmal von der Seite. Dann habt ihr mal so eine Größenzuordnung. Hier, das ist der Kandidat, vielleicht neues Tomatendach. Aber das ist die andere Hälfte davon, also es war nicht so stabil. Also wenn das weiter stürmt, fliegt mir das wieder um die Ohren. Aber ich kann durchaus dafür sorgen, dass es ein bisschen stabiler wird und länger hält. Ja, vielleicht sollte ich es machen und dann bin ich dieses Jahr durch. Das war ein Einweggeschichtchen, was ich mir dazu gelegt habe. Hier habe ich dieses Jahr nichts eingepflanzt, könnte ich durchaus noch. Vielleicht wäre das was für den Kohlrabi Azurstar, schon wieder ein Zug. Ja, was ist denn heute los? Danke fürs Bremsen. Sind nicht immer so laut. Ich habe hier größtenteils Ruhe. Das Einzige tatsächlich, was ich sehr gut abkann, sind Züge. Ich habe in dem Bahnhof gewohnt, tue es immer noch oder wieder. Das ist das Einzige, was so kommt und geht, auf das man sich verlassen kann. Es geht halt wieder. Man kriegt seine Ruhe. Guck, ruhig. Man hört nichts mehr. Das ist meine Außenküche. Hier habe ich auch ordentlich gewerkelt und Nägel gezogen und Schrauben rausgedreht und ja, gekocht habe ich hier auf der Ecke nicht mehr, ist aber bald mal wieder dran. Ich vermisse das tatsächlich sehr. Oh, die Sonne begleitet uns. Was für ein Glück. Und hier nochmal zeigenswert die Weidenhöhle, alles groß am Wachsen. Wird aber nächstes Jahr definitiv dünner, denn ich muss das zum einen runterschneiden hier wegen Schrebergartenregeln, zum anderen war es auch so geplant, erstmal Weidenhöhle. Und Holzlieferant. Ja, das ist mein Tipp. Weide. Ich habe da ein Video zu gemacht. Das wurde viel zu selten angeklickt. Ich verstehe es nicht. Es ist mega geil. Guckt euch das an. Vor euch zu Hause, wenn es nicht ganz so streng ist, pflanzt Weide. Das ist ein Holzlieferant. Ihr könnt da wunderbare Sachen mit anstellen. Wenn ihr wollt, auch Körbe flechten. Davon träume ich noch mal. Aber das muss mir jemand, glaube ich, zeigen. Ich selber habe da noch nicht so den Schritt reingewagt. Ich habe schon mal ein bisschen rumgebastelt, aber es war gar nicht mal so ohne. Ja, so Tipps habe ich da schon gekriegt. Ja, ansonsten habe ich hier... Oh, da oben sitzt ein großes Tier, sehe ich gerade. Kann ich da ranzoomen? Was sitzt denn da? Noch eine Nisse. Ja, oder? Ist riesig. Oh, zwei Hornissen? Da war doch noch eine. Mega spannend. Jetzt habe ich aber die Stelle verloren, wo sie rumlief. Ich kann ja mal ein bisschen gucken. Wir sind gut miteinander. Sind uns schon begegnet. Wo läufst du denn jetzt rum? Da fliegst du. Was ist das? Das ist keine Hornisse. Das ist... Weiß jemand, was wir hier haben? Das Tier ist riesig.
Ich verrenke mir hier den Kopf. Also ich konnte es nicht sehen, vielleicht erkenne ich das zu Hause auf dem Computer. Das ist hier natürlich andere Verhältnisse. Oh, ein Schatten hier, so schön. Hier nochmal ein Blick rein. Ach so, die Tomatenpflänzchen, da können wir nochmal gucken. Hier. Hier ist auch eine Nachtkerze. Aber das sind hier die Tomatenpflänzchen. Die sehen dabei so aus. Geht für mich auch auf. Blüten sind schon dran. Einmal da oben. Ich muss sagen, dieses Tier lässt mich nicht los. Ne? Was ist das? Ich kann nur noch mal ein bisschen forschen. Also die Größe haut nur hin mit einer... Sei denn es ist diese Holzbiene, aber das konnte ich nicht... Von hier sehe ich nichts. Außer die Sonne. Also das werde ich mal beobachten. Ich werde euch berichten, wenn ich da was rausfinden konnte. So, laufe ich mal über den Tisch. So. Das ist total spannend. Das lässt mich nicht los. Das fasziniert mich. Ist auch nicht mehr zu sehen. Bin gespannt, was mein Computer zu Hause sagt. Jo. Ach so, ich habe noch jede Menge Sachen gekriegt, fällt mir gerade so ein. Das ist das Holz, wo ich die Nägel und Schrauben rausgezogen habe. Da hatte ich mir vorgestellt, hier für mein im Moment schiefstehendes Holzlager, was sich auch weiter gefüllt hat. Ist aber alles noch nicht so, wie ich das haben möchte. Ja, aber darüber soll ein Dach. Und von daher, dafür dachte ich, das Holz so ein bisschen, wie sagt man, Giebeldach. Also so im Winkel, links, rechts eine Seite und oben dann muss ich noch mal gucken, was ich da dann hin mache, dass es auch dicht hält. Obwohl es reicht schon so als Dach und als Schutz. Ah, noch zeigenswert, mein Bäumchen. Die Bäume hier, Hammer. Guckt euch das an. Und zwar dieses Jahr wieder mit dabei. Bucheckern, super lecker, super nahrhaft, steckt eine wunderbare Füllung an Nährstoffen drin. Super gute Bausteine für euren Körper. Und ja, in diesem Sinne, mit sonnigen Grüßen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Oh, ich bin glücklich, dass das lief hier gerade. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn wir uns wiedersehen. Danke für eure Unterstützung. Unfassbar wichtig. Danke, danke, danke. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf ein Video verweisen. Oh, das wollte ich viel früher ins Video packen und ansprechen. Weil einige Menschen haben hier Fragen. Und die Antworten auf die Fragen könnten Sie in dem Video auf meinem Kanal Hier und Jetzt finden. Meine Kanäle sind auch unter meinem Kanal verlinkt. Die könnt ihr ganz leicht finden. Und das aktuelle Video von Obdachlosigkeit bedroht, Stand der Dinge und Sonne tanken. Ich glaube, so war der Titel. Hier im Garten. Das ist das Video, was ihr euch ansehen solltet. Und falls da so das Neuland ist, da gibt es noch weitaus mehr Videos. Ich teile hier, was mir hier passiert in meinem Leben. Und habe auch um Hilfe geschrien, weil ich in der Not keinen anderen Weg mehr sah. Und von daher, da bitte reinschnüffeln. Wird für mich einfacher im Allgemeinen. Einfach sich nicht wiederholen zu müssen und auf ein Video verweisen, ist einfach für mein Leben energetisch eine Unterstützung. Wobei es davon abhängt, ob jene da draußen sich auch dafür interessieren. Mein Leben ist nicht ohne, sehr herausfordernd, da gibt es Antworten, auch davor mal durchstöbern. Hier bei Permaculture Mind, bei Hier und Jetzt und der Waldschrat könnt ihr mitverfolgen, was ich durchlebe. Und ich mache aus den Zitronen, die mir gereicht werden, das Beste. Und ja, das könnt ihr hier letztendlich sehen. Okay, an dieser Stelle bin ich jetzt raus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und weg.